Verschließbare Ohren- und Nasenöffnungen sowie ein dichter, wärmender Pelz erlauben dem Fischotter ausdauernde Beutejagden im Wasser. An seinem flauschen Haarkleid hatte allerdings auch der Mensch Gefallen gefunden und dem wohl schönsten heimischen Marder lange Zeit konsequent nachgestellt. Die größte Bedrohung des Fischotters geht von der Zerstörung oder Veränderung natürlicher Auenlandschaften aus. An begradigten Flüssen findet er keine Verstecke mehr und wichtige Nahrungsgrundlagen gehen verloren. Daher ist der Bestand hierzulande auf 1% der ursprünglichen Population gesunken. Heute leben nur noch einige hundert Fischotter in Deutschland. Fischotter können bis zu 20 Jahre alt werden, haben eine Körperlänge bis zu 95 cm und ernähren sich von Fisch, kleinen Nagern, Vögeln, Weichtieren und Muscheln.